Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute von Mesana die Shiatsu Massage Sitzauflage vorstellen, die wir zurzeit testen. Kommen wir als erstes zu den ganzen Einstellungen mit der Fernbedienung. Die Fernbedienung ist direkt hier an der Massagematte dran, also die könnt ihr nicht verlieren. Als erstes schalten wir die hier oben ein. Da sehen wir, wenn die eingeschaltet ist, an dem roten Punkt hier oben. Dann, ja, eigentlich schon selbst erklären, das ist für die Nackenmassage. Damit schalten wir die Nackenmassage ein. Wohl weg ist für die Shiatsu-Massage hier hinten. Damit schalten wir die ganze Shiatsu-Massage ein. Ihr könnt das auch nochmal individuell selber einstellen. Ihr könnt einfach nur den oberen Bereich massieren lassen oder nur den unteren Bereich massieren lassen. Dann fährt die, wie gesagt, nicht automatisch hoch und runter. Hier schalten wir die Seiten-Airbags ein. Und hier unten schalten wir den Sitz-Airbag ein. Intensiv können wir hier nochmal einstellen, wie intensiv sich die Airbags anschalten sollen. Ob die Hard, Low oder Mittel funktionieren sollen. Und hier unten können wir für die Shiatsu-Massage eben halt die Wärme einschalten. Ja, und das ist eigentlich schon das Ganze gesagt zu der Fernbedienung. Die zwei Massageköpfe im Nacken- und Schulterbereich und die zwei rotierenden Massageköpfe im Rückenbereich können individuell eingestellt werden. So kann der gesamte Rücken auf einmal massiert werden oder wahlweise nur der obere oder untere Bereich. Die Massageköpfe im Nackenbereich sind höhenverstellbar und können mit dem Einstellrad in die gewünschte Position gebracht werden. Der Stoff ist abnehmbar und waschbar. Die Akupressurmassage im Taillenbereich und der Sitzfläche ist in drei Intensitätsstufen einstellbar. Sie können während der Massage zugeschaltet werden, können aber auch alleine verwendet werden. Also kommen wir zu meinem Fazit. Ich finde die Massagematte schon ziemlich gut. Was ich sehr schön finde, ist, dass man den Nacken individuell einstellen kann. Man kann hier oben sich ein bisschen massieren lassen, man kann hier unten ein bisschen massieren lassen, weil das alles individuell einstellbar ist. Natürlich für etwas größere Leute auch perfekt, die können sich das ein bisschen höher stellen, damit es genau da massiert, wo man es braucht. Zu dieser Shiatsu-Massage kann ich nur sagen, also die funktioniert auch ziemlich gut, tut auch ziemlich gut. Was ich bloß ein bisschen störend finde, wenn ich jetzt alles einschalte, die Nackenmassage und die Shiatsu-Massage, dass der obere Bereich vom Rücken wird gut massiert, also merke ich auch, aber wenn es zu diesem unteren Bereich kommt, dass ich mich eigentlich so ein bisschen weiter nach vorne beugen müsste, damit ich das unten im unteren Rückenbereich überhaupt merke. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, ob ich ein Hohlkreuz habe oder was auch immer, aber ich merke es unten kaum und müsste dann aber immer ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ja, zu den Airbags kann ich nur sagen, ja, die pumpen sich auf. Habe ich manchmal das Gefühl, dass mir das ein bisschen abklemmt oder sowas, also das ist schon ziemlich stark. Unten ist an den Oberschenkeln tut es auch manchmal teilweise sehr weh. Ja, die Heizung funktioniert auch sehr gut. Die Shiatsu-Massage, die kann man hinten auch ein bisschen beheizen, das funktioniert auch gut. Also ist eine sehr gute Matte, aber für mich nicht perfekt. Wenn ich was Perfektes haben will, gehe ich weiterhin zu einer Massage. Das ist eigentlich, weiß ich nicht, besser. Auch immer so für zwischendurch oder wenn man mal wirklich ein bisschen Rückenprobleme hat, kann man das durchaus mit dieser Massagematte auch machen. Aber wie gesagt, ich empfehle immer ganz gerne, geht zu einer richtigen Massage und da habt ihr mehr von. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Ciao!